Ja, klar haben wir uns geküsst. Echt? Okay, und da steckt nichts anderes dahinter. Schönen Dank auch. Wenn es dich beruhigt, sie hat sogar zu Ronja gesagt, dass sie sich in mich verknallt hat. Kumpel, ich wünsche dir viel Glück. Hab ich. Oh, Mist, ich muss in einer Viertelstunde in der Tanzschule sein. Geschafft. Was denn? Wenn Marco und ich den Ball eröffnen, wird Luise erkennen, dass er sie nicht mehr braucht. Du hast mir gar nicht gesagt, dass du nicht mehr mit Magda tanzt. Aber ich dachte, wir beide. Richtig gedacht. Wir beide müssen Marco helfen. Und dafür hast du mir das Tanzen beigebracht. Und jetzt tanze ich mit ihm. Entschuldigt mich. Ja? Ich hab dir das Tanzen beigebracht, damit du mit Marco tanzt? Das war unglaublich klasse von dir. Ja, hallo Luise. Aber Ronja hat doch... Scheiß drauf, du hast mich benutzt. Ja, klar hole ich dich ab. Nein, wie kommst du denn darauf? Ich mag dich wirklich. Ich dachte, es wäre auch in deinem Sinn, Marco zu helfen. Wie Geschwister... Scheiß auf Geschwister, scheiß auf dich! Wetten, dass diese Nele nicht kommt? Wer lässt einen schon eine Woche lang zappeln? Nur kein Neid. Die lässt mich schon nicht stehen. Ich, Trottel, dachte, sie mag mich. Und dass du mir das Tanzen beigebracht hast, das vergesse ich dir nie. Ich sollte ihr meinen Artikel widmen. Sie ist echt die beste Lügnerin, die ich kenne. Vielen Dank fürs Begleiten zum Ball heute. Lala, ich habe da jemanden kennengelernt und mit der bin ich nun verabredet. Mit der? Ja. Aber bei uns beiden bleibt's, oder? Ja, klar. Bei uns beiden bleibt. Ich werde dich führen wie mein Basketball. Sie hat Ronja gesagt, dass sie sich in ihren Bruder verliebt hat. Sie hat Marco gemeint. Der Ball ist für mich gelaufen. Bitte? Du gehst nicht zum Ball? Nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du gehst. Und zwar mit mir. Manuel! Der Zug hatte Verspätung. Ja, schön, dass du da bist. Wollen wir vielleicht was trinken? Ja. Wo hast du denn deine Brille gelassen? Die passt nicht zum Kleid. Echt? Ich finde, die sieht super aus. Egal, welche Klamotten du trägst. Bleib cool. Hey, Vivian. Du siehst umwerfend aus. Wollen wir beide mal wieder was zusammen machen? Nein. Du musst mich sitzen lassen. Und mich lässt man nicht sitzen. Nino, ich... Ich nicht. Du studierst schon? Klar, mit 19 sollte man das schon. BWL in Leipzig. Und was machst du dann hier? Der Vater von meinem besten Kumpel ist Hotelchef und der möchte, dass ich das mal übernehme. Kann ich schneller? Deswegen. Beeindruckend. Geklappt hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Also freut mich auch total. Hat mich auch gefreut. Viel Spaß. Hey Marco. Hallo Vivian. Luise.
dachte, ihr... Wir sind wieder zusammen. Schön. Danke fürs Bringen. Kein Problem. Und, wo ist Marco? Ich habe auf den Tanz verzichtet. Warum das denn? Ich habe ihn mit Luise versöhnt. Dann soll es auch so sein wie alle Jahre. Außerdem habe ich doch gesagt, dass wir Geschwister zusammenhalten müssen. Und wenn du willst, können wir tanzen. Ach, im Ernst, ja? Ganz im Ernst. Ich habe doch gesagt, dass ich dich mag. So, Kinder, stellt euch bitte in Tanzposition. Sucht euch eine Lücke, wir wollen anfangen. Wir will auch keiner tanzen. Wollen wir zusammen tanzen? Oh mein Gott. Kapellmeister, Musik! That's right.